Also ich bin Markus Hofmann, ich bin Vortragsredner, Gedächtnisexperte, Buchautor und Träger des Deutschen Weiterbildungspreises. Und ich zeige Menschen, wie sie sich einfach alles merken können und dabei noch Spaß haben. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass unsere Zukunft, sprich unsere Kinder, dass wir die so fördern und unterstützen, dass die vor allen Dingen nach der Schulzeit noch Spaß dabei haben, etwas Neues zu erlernen. Dass die innovativ sind, dass die kreativ sind und vor allen Dingen, dass die interessiert sind am Neuen. Um das geht's doch. Wir dürfen doch keine Kinder ausbilden, die sagen, ich habe keinen Bock auf Neues, ich habe keinen Bock auf Lernen. Nee, genau das Gegenteil muss der Fall sein. Dass die in sich sprühen, in sich Feuer tragen, um danach wirklich durch die Decke zu gehen. Also ich zeige den Lernbegleitern, in den meisten Fällen sind es die Eltern letztendlich oder die Pädagogen oder die Lehrer, wie sie ihre Kinder, ihre Schüler, die Jugendlichen, die Auszubildenden so unterstützen, dass sie ihr volles Potenzial aus sich selbst heraus entfalten können. Also ich gebe den Menschen, den Eltern, die Werkzeuge in die Hand, damit sie den Kindern zeigen, wie sie sich etwas merken können und zwar schnell, nachhaltig und dabei tatsächlich noch Spaß haben. Und das ist unbezahlbar letztendlich für die Zukunft. Also um wirklich innovativ zu sein, also ob es jetzt data-driven ist oder nicht, braucht einfach Kreativität. Das ist die Grundvoraussetzung. Und für eine lange Zeit haben Scientists haben gedacht, dass Kreativität immer nur in der rechten Hemisphäre, in der rechten Gehirnhälfte ist. Aber das ist Neuroscientists haben einfach herausgefunden, dass das wesentlich komplexer ist. Also Innovation und Kreativität. Da bedarf es eine Verschaltung von unterschiedlichen Gehirnregionen. Da gibt es den Frontalkortex, da gibt es den Hippocampus, da gibt es das Basalganglia, diese graue Masse, die wir da haben. Und wenn ich jetzt alle Bereiche des Gehirns nutze, dann entsteht die Kreativität. Also nicht nur auf einer Seite, sondern in der Kombination aus allen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich alle anderen Bereiche wieder aktiviere. Und da kommt das Thema Gehirnjogging auf den Plan. Weil Gehirnjogging ist letztendlich alles, was neu ist für dein Gehirn. Also zum Beispiel, wenn du die ganze Zeit nur Sudoku spielst, dann ist Sudoku für dich zwar okay, bloß du bist die ganze Zeit auf dieser Autobahn und du kannst halt nichts anderes als Sudoku. Deswegen rate ich Menschen, um geistig aktiv zu bleiben, Innovationen hervorzuführen, einfach mal komplett was Neues zu tun. Also zum Beispiel mal mit der linken Hand Zähne putzen, wenn ich bislang mit der rechten Hand Zähne geputzt habe. Mal ohne Navigationsgerät wieder in den Urlaub zu fahren. Mal einen neuen Tanzschritt einzuüben, eine neue Fremdsprache zu lernen. Mal die Mathematikbücher der Kinder durchzuarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, oh, jetzt geht er aber einen Schritt zu weit, dann ist es genau das, auf das du dich konzentrieren darfst. Ja, also weil das komplett neue Bereiche sind des Gehirns, die angeschoben werden und die dich dabei unterstützen, bei deinem normalen Denken einfach mal über den Tellerrand hinauszusehen. Und Data-Driven Innovations, das sind, kommt jetzt nicht nur von einem Datenspezialisten, sondern Data-Driven Innovation ist immer ein größeres Bild, was daraus entsteht. Und zwar, da sind viel mehr Leute sind da beteiligt. Und zwar, weil die aus unterschiedlichen Bereichen Informationen mit dazu liefern. Also, und das Ziel ist ja immer wieder das Gleiche, dass wir ein Produkt, eine Dienstleistung erschaffen, die einfach dann besser für die Menschheit ist, schneller ist, nachhaltiger. Also Daten sind nur dafür da, dass ich die nutze, um dann letztendlich kreativ denken zu können. Also wenn du kreative Leute fragst, wie sie etwas Neues erfunden haben, dann fühlen die sich ja meistens immer ein bisschen schuldig, weil die sagen, ich habe eigentlich in Wirklichkeit gar nichts gemacht, sondern es ist einfach nur passiert. Ja, und wie ist das passiert? Die Frage ist, oder die Aussage ist, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Deswegen ist es elementar wichtig, dass du breit denkst, erstmal generalistisch über den Tellerrand hinaus, um dann Transferwissen herzustellen.
Ein schönes Beispiel ist, vielleicht kennt der ein oder andere von euch Percy Spencer. Percy Spencer war ein sehr erfolgreicher Physiker im Zweiten Weltkrieg. Der war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Und neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. Und jetzt ist eines passiert, als er an seinem Schreibtisch gesessen ist und sich das Magnetron angeschaut hat, hat es eingeschaltet, hat er bemerkt, dass währenddessen das Magnetron an ist, die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Jetzt hat er gesagt, wie, Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite und hat daraus etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, wenn du Physiker bist und Koch. Du kommst nicht auf die Mikrowelle, wenn du nur Physiker bist. Du kannst der beste Physiker in deinem Bereich sein, weltweit. Du kommst nicht auf die Mikrowelle, weil du nur auf dieser einen Autobahn unterwegs bist, gedanklich gesehen. Du brauchst verschiedene Blickweisen, um überhaupt auf die Mikrowelle zu kommen. Das ist elementar. Nur dann entstehen Innovationen, wenn du unterschiedliche Sachen, die nichts miteinander zu tun hast, miteinander verknüpfst. Also das ist ja der Standard unseres menschlichen Verhaltens, dass wir immer gerne zu diesem Status quo zurückkommen möchten. Und der Schlüssel ist letztendlich, dass wir uns ständig hinterfragen und uns die Frage im Kopf stellen, ist das, was wir tun, immer noch richtig für das Ziel, was wir erreichen möchten? Also um es mal mit Steve Jobs zu sagen, der hat einmal gemeint, er steht ja jeden Tag unter der Dusche und fragt sich, ist das, was ich gerade tue, immer noch das, was funktioniert? Und wenn es in 3 Tagen nicht besser ist, dann werde ich es einfach ändern. Und Jeff Bezos von Amazon, der ist ja mit seiner Philosophie, mit dieser Tag-1-Philosophie ziemlich bekannt. Der sagt, in Amazon gibt es immer Tag Nummer 1. Als ob wir von vorne beginnen. Da gibt es keinen Tag 2, keinen Tag 3. Also in agilen Umgebungen, also wie in unserem Gehirn, da gibt es keinen Anfang und da gibt es kein Ende. Da gibt es ein Kontinuum und wir müssen uns kontinuierlich verbessern. Dürfen uns kontinuierlich hinterfragen. Also wenn du immer daran strugglest, das Rad neu zu erfinden, dann hol dir einen Mentor. Hol dir Cross-Collaboration. Sparringspartner. Hol dir Menschen, die einfach mal anders denken, um dich einfach auf einen anderen Gedanken zu bringen. Das ist elementar. Und das beeinflusst dich, dein ganzes Leben, deine Zukunft, was du hast. Die Basis dazu ist, wir brauchen ein gutes Gedächtnis, um Informationen miteinander verbinden zu können. Die Frage ist, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig? Und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig, als du noch nicht jede einzelne Telefonnummer in jedem Handy abgespeichert hast? Und das ist die große Herausforderung. Weil, um das auf den Punkt zu bringen, wir brauchen nur wenn du Informationen in deinem Kopf hast, kannst du Transferwissen herstellen, kannst du intelligent denken. Und die Basis dazu ist ein gutes Gedächtnis. An dem Konzept finde ich einfach toll, dass Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen und nicht in ihren Schienen denken, sondern über diesen Tellerrand, über diesen besagten Tellerrand hinausdenken. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für wahre Innovationen, Kreativität und auch für den Lebensstandard, den wir uns über die Jahrzehnte jetzt aufgebaut haben, dass wir den erhalten können, vielleicht sogar noch ausbauen können.